Nach dem Turnier geht es nun wieder mit normalen Battles weiter. Dieses Mal haben wir für euch Demo gegen Senior Pastor. Demo. Die Mutterhausvilla ist ein verfluchtes Haus außerhalb von Lancaster, Ohio. Den Einheimischen nach wurde das Haus um 1800 von einem Regierungsbeamten gebaut, der nach dem Bürgerkrieg dort lebte. Der Mann hielt immer noch Sklaven in der Mutterhausvilla, obwohl dies mittlerweile illegal war. Er schien sich nicht an das Gesetz halten zu wollen und schloss sie des Nachts in ein Nebengebäude ein. Er behandelte die Sklaven wirklich schlecht und ihre Lebensumstände waren so untragbar, dass einer von ihnen begann, einen Tunnel unter der Mauer entlang zu graben. Jede Nacht grub er ein kleines Stückchen weiter, wenn die Lichter in der Villa erloschen waren und sich der Sklavenhalter mit seiner Familie schlafen legte. Schließlich war der Tunnel fertig und er quetschte sich durch die kleine Öffnung, sodass er auf der anderen Seite der Mauer herauskam. Im Morgengrauen kroch er auf die Villa zu, knackte das Schloss der Hintertür, schlich zur Treppe und tötete jeden, der im Haus war. Am nächsten Morgen entdeckten die anderen Einwohner, was passiert war. Doch die Sklaven flohen alle im Schutze der Nacht und keiner von ihnen konnte für das Verbrechen belangt werden. Das Haus stand daraufhin für viele Jahre leer, denn die Nachbarn hörten seltsames Ächzen und Schreie aus der leeren Villa kommen. Jeder glaubte, dass das Haus von Geistern des Sklavenhalters und seiner Familie heimgesucht wurde, und niemand wagte es, das bedrohlich wirkende Gebäude zu betreten. Lokaler Legenden zufolge kaufte 1892 ein Mann das Haus und zog mit seiner Frau und ihren drei Kindern dort ein. Die Nachbarn sahen, wie die Familie das Haus bezog, wie sie ihre Habseligkeiten von einem Laster luden und ins Haus brachten. Dann aber passierte nichts mehr. Man hat die Familie nie wieder gesehen. Nie verließen sie das Haus. Alle hielten es für seltsam, dass eine fünfköpfige Familie den ganzen Tag im Haus verbrachte. Als ein Nachbar aus seinem Schlafzimmerfenster blickte, konnte er die Figur einer Frau erkennen, die ganz in Weiß gekleidet war. Sie stand an einem Fenster im zweiten Stock, aber sie tat nichts. Sie stand einfach nur da und starrte ihn an. Als der Nachbar am folgenden Tag noch einmal nachsah, erblickte er sie wieder, an derselben Stelle stehend. Wann immer er auch zur Mutterhausvilla rüber sah, stand sie da in exakt derselben Position. Am 10. Tag rief er die Polizei, die dies untersuchen sollten. Als diese jedoch in die Villa einbrach und die Stufen nach oben in den zweiten Stock stieg, wurde sie von einem schrecklichen Anblick begrüßt. Alle fünf Familienmitglieder hingen leblos von der Decke herunter. Sie waren alle mit weißen Nachthemden bekleidet. Es schien, als hätten sie alle Selbstmord begangen. Die Figur, die der Nachbar sah, war die Mutter der Familie. Jedoch stand sie nicht am Fenster, sondern sie hing dort, und das 10 Tage lang. Nachdem nun niemand mehr dort leben wollte, blieb es bis heute unbewohnt. Es kommen immer noch Leute, um die alte Villa zu besichtigen, aber die momentane Besitzerin erlaubt es niemandem, das Grundstück zu betreten. Sie befürchtet, wenn jemand die Villa betreten würde, dass er niemals lebendig zurückkommt. Die Kinder des Ortes nennen es Mary's House und erzählen sich einander, dass dies das Haus wäre, in dem die berühmte Bloody Mary sei. Die Menschen, die in der Nähe wohnen, erzählen, dass man in kalten Nächten immer noch die weiße Figur der Dame, vollständig in Weiß gekleidet, regungslos im Fenster des zweiten Stockes sehen kann.
Senior Pastor. Die Matthäus Villa ist ein verfluchtes Haus außerhalb von Lancaster, Ohio. Den Einheimischen nach wurde das Haus um 1800 von einem Regierungsbeamten gebaut, der nach dem Bürgerkrieg dort lebte. Der Mann hielt immer noch Sklaven in der Matthäus Villa, obwohl dies mittlerweile illegal war. Er schien sich nicht an das Gesetz halten zu wollen und schloss sie des Nachts in einem Nebengebäude ein. Er behandelte die Sklaven wirklich schlecht, und ihre Lebensumstände waren so untragbar, dass einer von ihnen begann, einen Tunnel unter der Mauer entlang zu graben. Jede Nacht grub er ein kleines Stückchen weiter, wenn die Lichter in der Villa erloschen waren, und sich der Sklavenhalter mit seiner Familie schlafen legte. Schließlich war der Tunnel fertig, und er quetschte sich durch die kleine Öffnung, so dass er auf der anderen Seite herauskam. Im Morgengrauen kroch er auf die Villa zu, knackte das Schloss der Hintertür, schlich zur Treppe und tötete jeden, der im Haus war. Am nächsten Morgen entdeckten die anderen Einwohner, was passiert war. Doch die Sklaven flohen, alle im Schutze der Nacht, und keiner von ihnen konnte für das Verbrechen belangt werden. Das Haus stand daraufhin für viele Jahre leer, denn die Nachbarn hörten seltsames Ächzen und Schreie aus der leeren Villa kommen. Jeder glaubte, dass das Haus von Geistern des Sklavenhalters und seiner Familie heimgesucht wurde, und niemand wagte es, das bedrohlich wirkende Gebäude zu betreten. Lokaler Legenden zufolge kaufte 1892 ein Mann das Haus und zog mit seiner Frau und ihren drei Kindern dort ein. Die Nachbarn sahen, wie die Familie das Haus bezog, wie sie ihre Habseligkeiten von einem Laster luden und ins Haus brachten. Dann aber passierte nichts mehr. Man hat die Familie nie wieder gesehen. Nie verließen sie das Haus. Alle hielten es für seltsam, dass eine fünfköpfige Familie den ganzen Tag im Haus verbrachte. Als ein Nachbar aus seinem Schlafzimmerfenster blickte, konnte er die Figur einer Frau erkennen, die ganz in Weiß gekleidet war. Sie stand an einem Fenster im zweiten Stock, aber sie tat nichts. Sie stand einfach nur da und starrte ihn an. Als der Nachbar am folgenden Tag noch einmal nachsah, erblickte er sie wieder, an derselben Stelle stehend. Wann immer er auch zur Matthäus Villa rübersah, stand sie da, in exakt derselben Position. Am 10. Tag rief er die Polizei, die dies untersuchen sollten. Als diese jedoch in die Villa einbrach und die Stufen nach oben in den zweiten Stock stieg, wurden sie von einem schrecklichen Anblick begrüßt. Alle fünf Familienmitglieder hingen leblos von der Decke herunter. Sie waren alle mit weißen Nachthemden bekleidet. Es schien, als hätten sie alle Selbstmord begangen. Die Figur, die der Nachbar sah, war die Mutter der Familie. Jedoch stand sie nicht am Fenster, sondern sie hing dort, und das 10 Tage lang. Nachdem nun niemand mehr dort leben wollte, blieb es bis heute unbewohnt. Es kommen immer noch Leute, um die alte Villa zu besichtigen, aber die momentane Besitzerin erlaubt es niemandem, das Grundstück zu betreten. Sie befürchtet, wenn jemand die Villa betreten würde, er niemals lebendig zurückkommt. Die Kinder des Ortes nennen es Mary's House und erzählen sich einander, dass dies das Haus wäre, in dem die berühmte Bloody Mary sei. Die Menschen, die in der Nähe wohnen, erzählen, dass man in kalten Nächten immer noch die weiße Figur der Dame, vollständig in Weiß gekleidet, regungslos im Fenster des zweiten Stocks sehen kann.
Wen von den beiden fandet ihr besser? Denkt dran, nur Kommentare mit Begründungen werden gewertet.